Adi Schatz, alles Gute! Was das denn hier? So, willkommen zu einer weiteren Folge. Willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal Rams der Dicke. Wir haben wieder ein kleines Unboxing für euch vorbereitet und ein Paket steht noch raus von den dreien, die ich die ganze Zeit schon hier rumliegen habe. Und zwar ist das dieses hier. Das kam aber nicht mit der Post. Das hat der Zai von der Polizei. Das hat der Zai mitgebracht, als er das letzte Mal da war. Da steht Vorsicht zerbrechlich. Jetzt ist es gerade rumgefallen. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Ich weiß, für seine eine Battle-Runde hat er mal den Crazy O-Saft hergestellt. Also frisch gepresster Orangensaft von Crazy O-O-Saft. So irgendwie als Gag. Da wollte mir mal was geben, dass ich das mal teste für Ramses Kitchen. Was aber noch da drin ist, weiß ich nicht. Es müsste auf jeden Fall eine Dose von diesem O-Saft drin sein. Wir machen das jetzt mal auf. Oha. Das ist ja wie Romantik, das Romantik-Paket, weil Romantik mir ja seine Maske damals gegeben hat nach dem NRR. Jetzt ist das hier auch schon. Guckt mal da rein und guckt mal, wie es aufgebaut ist. Da ist einfach ein Kopf drin. Da ist die Manns-Haulwurf-Maske drin. Der Dirty Maulwurf hat ja die auch immer gehabt. Das ist eigentlich von Star Wars oder so irgendwas. Ich bin selber... Wer das NRR verfolgt, das No-Hirn-Battle-Turnier, No-Hirn-Records-Battle-Turnier, NRR-Battle, No-Hirn-Records, mein Label, NRR-Battle, was ich jetzt jahrelang gemacht habe, 7 oder 8 Jahre hin und her, da hat der Crazy O jetzt gerade das letzte Jahr mitgemacht mit dieser Maske, ist damit angetreten und hat dann im Finale die Maske fallen lassen. Jetzt liegt die Maske hier drin. Jetzt bin ich mal gespannt. Die sieht ja richtig läppisch aus. Die kann man aber einfach so umschnallen. Ansonsten ist sie hier total dreckig und vergimbelt, hat Gebrauchsspuren. Das ist der Used Look. Das sieht man wenigstens, dass sie mal in Benutzung war. Die kannst du dir jetzt irgendwo an die Wand hängen oder irgendwo anders rein. Oder der Adi kriegt die auf. Das sieht der Adi dann so aus. Ne? Weißt du, was ich cool gefunden hätte? Wenn da noch irgendwie eine Unterschrift oder so drauf wäre. Hier vielleicht am Kopf oder so. Einfach oben so Zai. Ne? Oder Crazy O. Zai und unten noch Prime und dann hier noch Leiko und dann hast du alle vier zusammen, dass sie im Prinzip darauf noch unterschrieben hätten alle, wenn du dir das an die Wand hängst oder so ähnlich, dass du dann noch ein größeres Andenken hast. Aber wir sind ja noch nicht fertig, da ist ja noch mehr drin, deswegen gucken wir mal noch hier rein. Da sehe ich nämlich noch irgendwas Stoffiges. Was ist das? Das ist eine CD. Crazio Westwood Productions Finn. Okay, da ist noch eine CD vom Crazy O drin mit dem Titel Finn. Dann tust du die mal raus und guckst du die mal an. Und dann heißt sie auch so Crazy O Finn. Ich kann das Crazy O nicht mal lesen, so Crazy O. Das ist doch kein Z, jetzt mal ernsthaft. Das ist kein Z. Die Tracklist kann man mal kurz vorlesen. Hier steht Ende vom Anfang, Beat bei Mario Beats, am End featuring Eskat und Lloyd, Beat bei Zai, Schlaflied, Beat bei Ashox, ne? Connected featuring Sheldon und Bino, Beat bei Zai, First World Problems featuring Joel, Beat bei Eskat, SPL featuring Remy Twins, Gladius, Xave, King Psycho, Luki, Beat bei Zai und dann West in Peace, Beat bei Ashox. Eine kleine EP mit reingepackt, also alles sehr musikalisch gehalten. Dann haben wir hier, das ist der Crazy O-Saft, ja. Crazy O-Saft, also so sah der dann aus. Das ist der Zai mit seiner Manns-Haulwurf-Maske, sage ich da. 100% Orangensaft. Hier hast du noch Megafon, komm die Hand raus, zerdrück die Orangen. Hier ist überall die Orangen drauf und das ist der Crazy O-Saft. Muss man sich eigentlich eine gönnen und trinken, die andere ins Regal stellen, aufheben. Es sind nämlich genau 2 Stück drin vom Crazy O-Saft. Dann ist hier noch ein T-Shirt. Ein T-Shirt, ein irgendwas, ein keine Ahnung. Das sieht auf jeden Fall, was ist das? Da hast du hier ein... Ja, mit der Taube. Ich glaube, da hat er eine Story dazu erzählt,
das irgendwie was hieß, ja, du Hundekörper und dann hier du, ja, du Taubenkörper oder so, oder du Vogelkörper oder du, der Prime und der Denies, die sind auf jeden Fall, die mögen sich ganz, ganz doll. Deswegen seht ihr hier oben auch ein Dings vom Denies. Denies hatte mal geschrieben, halt die Fresse, du Hundekörper. Deswegen hatte Laiko dann das Gesicht vom Prime auf diesen Hund gemacht. Und der hatte irgendwas entgegengebracht. Das sehen wir aber nicht, oder? Das steht nicht drauf. Es ist einfach nur so, wie es ist, dass das mit dem Hundekörper draufsteht. Der Hund und oben drüber fliegt Denies als Taube. Und dann habt ihr dieses Bild noch ganz oft hier drauf. Überall verteilt auf dem T-Shirt. Was ist das für eine Größe? Das ist eine XL. Die XL müsste also sogar auch passen. Mir ist jetzt mega schlecht, deswegen muss ich schnell die Folge ausmachen. Der Adi hängt da auch rum. Und ich freue mich auf den Crazy O-Saft, den zu probieren. Ich finde es richtig cool mit der Maske. Wie gesagt, es wäre noch cooler gekommen sogar, wenn da noch Unterschriften drauf wären, weil Prime ja trotzdem immer irgendwie an deiner Seite so ist. Dir da auch immer ein bisschen unter die Arme greift und du ihm, wenn er von eurem Produktionsteam gerade rund ums NRR die Leute da drauf geschrieben hätten, aber das meiste hat er ja eh alleine gemacht. Das ist also ein weiteres Andenken aus dem NRR, so wie ich da immer andere Sachen habe von anderen Teilnehmern, anderen Leuten. Finde ich ganz cool, das T-Shirt auch ganz cool, cool gemacht, ist wahrscheinlich auch was, was man sich dann eher einrahmt und an die Wand hängt, anstatt es anzuziehen. Eine CD noch mit dabei, noch was zu trinken dabei, also ein ganz super exklusives, wunderbares Geschenk vom Zai. Das war es jetzt aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses und euer Adi, der schon wieder halb weggetreten ist. Nein! Hä? Was war denn das? Adi, Schatz? Tschüss! Peace out, Vorhaut, euer Ramses.